kann es kaum erwarten, gegen Don Eldo zu spielen. Ich habe gehört, dass er schon fast eine Legende ist. Es scheint, Club Palmentieri ist doch immer kurz davor, den nächsten Edwin zu finden. Edwin? Wer ist Edwin? Du bist einfach zu jung. Er war einer der besten Spieler auf der Welt. Und dann, eines Tages, verschwand er einfach. Was meinst du damit? Er verschwand. Ich war noch ein Kind, als das passierte. Es war das Super League-Finale. Für Club Palmentieri stand es 0-3. Doch dann schoss Palme 3 Tore und sie schafften zum Spielende 3-3 Gleichstand. Also kam es zum Elfmeterschießen. Und dann stand es 5-4 für Azul. Edwin war der letzte Elfmeterschütze für Palma. Auf ihm ruhten nun alle Hoffnungen. Auf diesen Schuss lastet ein Riesendruck! Aber er ging daneben. Manche sagen, er zerbrach unter dem Druck. Seine 3 Tore während des Spiels waren wohl nicht ausreichend. Danach ist er für immer verschwunden. Vom Helden zur Null. Don Eldo sagt, er macht die Super Strikers fertig auf die Palmentieri Art. Was meint er? Ah, das ist ihre Art, jedes Spiel anzugehen. Rasend schnell und flink, zielgerichtet wie Katze, nicht wahr? Sehr geschmeidig. So wie ich mit den Ladies, du weißt schon. Aber Don sagt, er wäre der beste Spieler, den die Welt je gesehen hat. Ha, da haben wir auch noch ein Wörtchen mitzureden. Also gut, Jungs. Macht euch bereit für eure erste Begegnung mit Palme. Nee, Mami, ich hab die Buletten wirklich nicht gegessen. Hä? Was? Zeit für ein kleines Freundschaftsspiel. Am Strand. Wow! Schaut mal, die ganzen Leute. Die Super Strikers werden ihr blaues Wunder erleben. Du denkst wohl, du bist der nächste Edwin. Hä? Vergiss es. Vergleich mich niemals mit diesem Loser. Er hat sein Team und seine Fans im Stich gelassen. Man ist immer nur so gut wie im letzten Spiel. Denk daran, wenn du dieses Spiel verlierst. Vergiss es, Mann. Heb's dir für das Spiel auf. Heute haben wir für euch ein interessantes Freundschaftsspiel. Super Strikers gegen die berühmten Palmentieri am Strand. Kommen die Super Strikers gegen die Palmentieri Art an? Wenn der Platz aus Sand ist, schauen wir es uns an. Die Strikers machen den Anfang. Cool Joe macht seine Sache ganz gut. Verpiss dich. Nicht einfach, den Ball im Sand zu kontrollieren. Und schon kommt der Gegenangriff. Palme spielt so flüssig, so rasant im Sand. So einwandfrei. Die Super Strikers können einfach nicht mithalten. Sieht so aus, als müssten sie Sand fressen. Ich frage mich, ob sie auch gerne Gras probieren wollen. Twisting Tiger kann ihm nicht folgen. Wenigstens ist heute ein Super Striker wach. Ganz offensichtlich haben die Super Strikers nicht den Hauch einer Chance gegen Palme. Weiter Einwurf von Big Bo. Hast du Probleme im Sand zu tanzen, Dancing Roster? Wow! Achte auf diese alten Tricks, Shakes. Es ist noch nicht vorbei, Jungs. Das Spiel könnt ihr nicht mehr retten, aber vielleicht euren Stolz. Wir sehen uns beim richtigen Spiel, Shakes. Wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Wie sollen wir beim richtigen Spiel gegen sie gewinnen?
Wir haben 3 Tage Zeit, um uns auf das Spiel vorzubereiten. Wie sollen wir ein Rezept gegen Palmentieri finden in nur 3 Tagen? Ja, wie sollen wir ein Rezept gegen Palmentieri finden? Wir finden eine Lösung. Für den Anfang habe ich uns die beste Trainingseinrichtung in Rio organisiert. Dort fangen wir an. Bis dahin habt ihr heute Abend erstmal frei. Jake? Hä? Hast du keinen Spaß? Ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie wir gegen Palma ankommen sollen. Jedes Mal, wenn wir etwas versuchen wollten, waren sie einfach viel schneller. Macht euch nicht verrückt. Lasst uns ein bisschen Spaß haben. Hey! Stopp! Du brauchst meine Hilfe. Deine Hilfe? Und ich brauche deine. Bei was? Komm einfach mit mir mit und du wirst es sehen. Wohin gehen wir? Wir sind fast da. Hi, Dad. Ich bin zu Hause. Er hat es für Palmentieri vermasselt. Für Palmentieri vermasselt. Für Palmentieri vermasselt. Hallo, Prinzessin. Oh, Edwin? Ich bin Luisa. Das ist mein Vater, Edwin. Dad, das ist Shakes von den Superstrikers. Sie brauchen deine Hilfe. Niemals. Ich kann nicht. Die Fußballwelt vermisst dich, auch wenn du es nicht glaubst. Du verschwendest deine Zeit. Du solltest gehen. Aber Dad, du kannst doch nicht den Rest deines Lebens hier sitzen und dir das immer und immer wieder anzauen. Es tut mir leid. Wir brauchen deine Unterstützung für das Spiel gegen Palmentieri. Da draußen warten 11 Typen auf deine Hilfe. Und wir alle sind bereit, hart zu arbeiten, wenn du uns die Palme abzeigst. Warte. 2 Bedingungen. Du hilfst uns? Erstens, absolute Entschlossenheit. Okay, klar. Was zweitens? Wenn ihr verliert, darf niemand erfahren, dass ich die Superstrikers trainiert habe. Geh und sag dem Team, sie sollen ihre Taschen packen und sich auf das härteste Training ihres Lebens gefasst machen. Wow, schau dir das an. Es ist alles neu. Es ist fast so beeindruckend wie... Guten Morgen, Strikers. Ich hoffe, ihr habt alle gut geschlafen. Wow, das ist ein schönes Studio, Coach. Es ist schön, nicht wahr, Jungs? Ja. Yeah. Yeah. Oh ja. Abgefahren. Schön, dass es euch gefällt. Aber wir trainieren nicht hier. Was? Wo dann, Coach? Im Amazonas-Dschungel. Ja. Yeah. 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 Was? Edwin? Wow. Wow. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich vermisse meine Gewichte. Was tun wir hier? Hier werden wir doch überhaupt nichts lernen können. Das ist der beste Ort, um sich auf die vorliegende Aufgabe zu konzentrieren. Die Palmeart hat etwas mit Überleben und Instinkt zu tun. Als ich noch trainierte, gab es keine schicken Geräte. An diesem Ort könnt ihr die Fähigkeiten testen, von denen ihr nicht einmal wusstet, dass ihr sie habt. Hier werden wir die Skills perfektionieren, die ihr gegen Palmentieri braucht. Genau hier hat Palme seine 3 herausragenden Stärken trainiert. Geschwindigkeit, Beweglichkeit und Balance. Okay, Jungs. Stellt euch in einer Reihe auf und hört zu. Ei, Karumba! Nicht schon wieder Sand. Das ist nicht irgendein Sand. Das ist Treibsand. Hä? Um eure Geschwindigkeit zu steigern, müsst ihr mit dem Ball auf die andere Seite rennen. Ist das ein Ernst? Shakes, du zuerst. Ich? Ja, Mann. Ich glaube, er meint es ernst, Brother.
Das ist cool. Du nimmst es auf die leichte Schulter. Als nächstes, Beweglichkeit. Dieser Hindernisparcours führt euch durch den Dschungel und über den Fluss. Ihr müsst von einem Punkt zum nächsten kommen und dafür nur die Steine und Lianen benutzen, die ihr auf dem Weg findet. Du, El Matador, du bist der Erste bei der nächsten Übung. Ich? Du musst auf dem schwimmenden Stamm balancieren und den Ball darauf kontrollieren. Hey, schaut mal! Ich schaffe es! Ich schaffe es! Hey, wenn man die Augen schließt, kann man sich vorstellen, dass wir gar nicht in diesem Dschungel sind, sondern in einer paradiesischen Oase. Oh, und keine komischen Viecher an deinem Bein vorbeischwimmen. Das ist der Amazonas, meine Herren. Hier überlebt nur, wer sich anpassen kann. Höher, härter, schneller, länger. Ihr habt es alle gut gemacht. Ich bin stolz auf euch. Das ist kein einfaches Training. Wofür ist das Zeug? Behalte den Rest. Voilà, inkognito. Machst du Witze? Du brauchst keine Verkleidung. Wir gewinnen. Ah, aber ich hab noch nicht gewonnen. Und außerdem kommen Luisa und ich zusammen mit euch allen ins Stadion. Super League Spieltag! Die Fans strömen herein, um ein Spiel zu sehen. Das verspricht ein weiterer epischer Super League-Kampf zu werden. Ach was. Super Strikers haben keine Chance gegen Palme. Don Aldo ist so süß. Niemals. Ich finde, Shex ist viel attraktiver. Ich hätte wetten können, dass ihr längst nach Hause zu Mami geflüchtet seid aus Angst vor uns. Dann hätten wir verpasst, dir zu beweisen, dass du nicht Edwin bist. Niemals. Was genau willst du damit sagen? Sagen wir mal, wir haben hart trainiert seit unserem letzten Treffen. Ich bedauere nur, dass du heute keinen Sand fressen wirst. Also, wen möchtest du gewinnen sehen? Dad? Das beste Team. Die Frage, die jeden beschäftigt. Haben die Super Strikers einen Weg gefunden, gegen Club Palmentieri zu bestehen? Hoffen wir für sie, dass sich das Freundschaftsspiel vom Strand nicht wiederholt. Yep, dieses Spiel wird sicher genauso freundschaftlich. Trotz der Gerüchte, sie hätten heimlich für dieses Spiel trainiert, sieht es so aus, als würden die Super Strikers mit dem zurückschlagen, was sie drauf haben. Cool. Bisher klappt es. Nicht cool. Aber für wie lange? Gefährlicher Pass. Der Ball springt Shakes einfach davon. Erfolgreiche Abwehr von Palme. Bisher können sie mit Palme nicht Schritt halten. Mit ihren langen Bällen werden sie heute nicht weit kommen. Und da ist das berühmte Kurzpassspiel von Palmentieri. Jetzt reicht's. Dancing Roster gibt Gas. Wenn du irgendwas auf dem Strand gelernt hast, Roster, wird es jetzt Zeit, das anzuwenden.
Es wird gefährlich für die Super Strikers. Abwehr! Nein! Tor für Palme! Bei Don Aldo sah das sehr einfach aus. Wisst ihr noch, was wir mit Edwin ausgemacht haben? Los jetzt! Absolute Entschlossenheit! Wir haben vom besten Spieler aller Zeiten gelernt. Erinnert euch an die Dschungelmoves. Kämpft auf Super Striker Art mit euren Herzen. Super Strikers! Mal sehen, ob der zweite Versuch des Kapitäns erfolgreicher sein wird als sein erster. Cool Joe kann jetzt seine Geschwindigkeit besser einsetzen. Cool Joe zu Twisting Tiger. Oh, neben Tiger sehen die Palme Jerry wie festgeklebt aus. Währenddessen hat Cool Joe seine Wache abgeschüttelt. Shakes hat den Ball. Er geht hin. Nein! Shakes schießt ihn gezielt in die linke Ecke. Tor! Was für ein Tor von den Super Strikers! Das Team wirkt wie ausgewechselt. Glaubst du wirklich, er geht zurück auf seine Couch, wenn wir verlieren? Wer sagt, dass wir verlieren? Meine Herren, es wäre eine große Schande, euch nicht mehr länger zu sehen. Deswegen wollte ich mich schon mal von euch verabschieden. Ihr spielt alle sehr gut und gehört zu den Besten, mit denen ich jemals gearbeitet habe. Ich habe unsere gemeinsame Zeit sehr genossen. Danke, dass ihr an mich geglaubt habt. Ich werde stolz auf euch sein, ob ihr gewinnt oder verliert. Das nennt ihr verabschieden? Edwin, auf drei! 1, 2, 3, Edwin! Wir werden die 3 Punkte nach Strikerland mitnehmen. Ich denke nicht. Ich zeige der ganzen Welt, weshalb ich besser als Edwin bin. Die jungen Spieler hatten wohl etwas zu besprechen. Hohoho, ich wüsste zu gern, was da unten gesagt wurde. Bisher haben die Palmetieris definitiv mehr vom Spiel. Pluspunkt an Super Strikers. Sie geben einfach nicht auf. Don Aldo will das beenden. Aber irgendwas sagt mir, dass die Strikers gerade ihren Rhythmus finden. Ey, Matador! Oh! Zeit für dein Tor. Hey! Wann immer du so weit bist, El Matador. Ja, die Uhr tickt. Das war stark! Wunderschön! Die Frage ist, können Palme gegen Super Strikers über ein Unentschieden hinauskommen? Ei, das Blatt hat sich anscheinend gewendet. Cool Joe kämpft sich frei und Shakes versucht sich freizulaufen. Treibsand! Ich muss bereit sein für Cool Joes Flanke. Der ist für dich, Edwin. Wow. Hä? Unglaubliches Tor von dem jungen Star der Strikers. Mac? Strikers haben gewonnen. Die Punkte gehen zurück nach Strikerland. Oh yeah, Baby. Shakes, das ist dein Sieg. Du hast Edwin gefunden und ihn überredet, dem Team zu helfen und sich selbst. Gut gemacht, Kumpel. Super Strikers. Hey, ist das? Das ist Edwin. Hey, es ist Edwin. Er ist zurück. Bist du Edwin? Du bist Edwin. Siehst du das? Niemand erinnert sich an den verschossenen Elfmeter. Ich hole die 3 Punkte zurück. Nächstes Mal. Hey, Donny. Ich kenne jemanden, der dir dabei helfen kann. Es dauert ein Leben lang, bis man zur Legende wird, Alter. Oh, ich muss los. Muss ein bisschen feiern gehen mit so einem Typen namens Edwin. Vielleicht hast du von ihm gehört. Rasta, sieh dir das an. Edwin kommt aus seinem Versteck, um den Super Strikers zu helfen. Und ich denke, wir haben ihm auch geholfen. Gut gemacht, Shakes. Haha, wirklich gut.